Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 17. Jänner 2013. Ja, heute habe ich vor, eben wie es eben schon in der letzten Lesesendung im alten Jahr noch aus den Jahresvorsätzen herausgehört haben. Da habe ich gesagt, Selbstfindung. Also finde zu dir selbst, denn damit veränderst du die Welt schon positiv genug. Und diese Selbstfindung habe ich eben vor, auch heute einzubauen. Und zwar lese ich wieder mal ein Buch, nicht ein Gedicht oder eine eigene Komposition, sondern ich lese eben einerseits vielleicht ein paar Passagen, auch aus Falco Lyrics Complete und so aus einem bestimmten Lied, wo es auch um Selbstfindung irgendwie geht. Und andererseits lese ich auch Hektors Reise oder Die Suche nach dem Glück von François Lelore, einem französischen Psychologen. Ja, also die Grundidee, warum ich mir gedacht habe, Selbstfindung oder mehr auf mich selbst schauen, erkläre ich folgendermaßen. Ich habe mich in letzter Zeit eben auch nicht gerade unbedingt ganz wohl gefühlt. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil ich keine Freundin hatte oder weil ich mit einer Freundin Schluss gemacht hatte oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern einfach weil es mir selbst irgendwie nicht wirklich so gepasst hat. Und ich habe mir gedacht, na, also ich schaue eher auf mich selbst, weil damit kann ich schon die Welt gut genug verändern. Und ich habe auch gesehen, auch manchmal habe ich auch so in gewissen Facebook-Statusen anderer Freunde auch mal von mir eben auch gelesen, was ihre Definition von Liebe ist. Und zwar einer hat geschrieben, Liebe ist eine Form der Amnesie, die in dir das Gefühl auslöst, dass maximal zwei Menschen, du und ein anderer Mensch, eben auf der Welt existieren und die anderen sind dir alle wurscht. So ungefähr, genau habe ich nicht mehr die Worte in Erinnerung, aber ich habe gesehen, also Hauptsache zwei Leute, die anderen sind dir wurscht. Ich denke mir, na. Das gibt's nicht, das ist bei mir fremd, also wie kann andere Personen lieben, wenn man sich selbst nicht wirklich leiden kann. Deswegen lese ich jetzt lese ich auch ein paar wichtige Passagen, oder nicht wichtige, aber zumindest recht gut aussagende Passagen aus dem Falkulit Egoist vor. Und zwar in der zweiten Strophe, da steht drinnen, Liebe kommt von Lieben und ich fange bei mir an, aber mit ein bisschen Glück bist eines Tages du mal dran. Ich gebe meinem Ego täglich die spezielle Kur, nur meistens gebe ich mir gleich alles am liebsten pur. An jedem Tag, an dem es mein Weltbild länger gibt, erkenne ich mich selbst und ich bin neu verliebt. Also, aber genau, hört euch genau die ersten paar Zeilen an,
die ich eben davor gelesen habe. Liebe kommt von Lieben und ich fange bei mir an, mit ein bisschen Glück bis eines Tages du mal dran. Also zuerst selbst finden, dass dann die Liebe finden. Also es gibt verschiedene Arten von Liebe. Es gibt Selbstliebe. Es gibt auch und es gibt auch noch die Liebe zwischen Liebe zu anderen Gleichgesinnten. Und dann gibt es auch noch die Liebe zu den Eltern. Oder auch anders, auch die Nächstenliebe, Liebe der Eltern zu euch. Jetzt, und, aber jetzt beschäftigen wir mal mit der Selbstliebe. Ich lese aus dem ersten Kapitel Hektors Reise vor. Hektor ist nicht zufrieden. Es war einmal ein junger Psychiater, der Hektor hieß und mit sich nicht besonders zufrieden war. Hektor war unzufrieden und doch sah er wie ein richtiger Psychiater aus. Er trug eine Brille mit kleinen runden Gläsern, die ihm einen intellektuellen Anstrich verlieh. Er verstand es, den Leuten mit nachdenklicher Miene zuzuhören und dabei zu machen. Ja, er hatte sogar einen kleinen Schnurrbart, an dem er herumzirbelte, wenn er sehr nachdachte. Und jetzt weiter, trotz dass der Hektor zwar ein recht guter Psychiater war und so weiter, und halt eben recht viele Patienten hatte, war Hektor mit sich nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden, weil er ganz deutlich sah, dass er die Leute nicht glücklich machen konnte. Also, und dann hat er sich halt eben Fragen gestellt und eben eine kleine Reise unternommen. Ja. Und damit war es es einmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann bis dahin wünsche ich noch alles Gute und noch Wiedersehen.